Hallo, guten Tag. Ich bin Heinrich Klauke, ein Rentner, aber mein alter Arbeitgeber, die Kölner Kalraner Akademie, hat mich noch einmal reaktivieren können. Ich war heute im Auftrag der Akademie in Köln-Zollstock unterwegs. Mein Weg führte mich da zu Hans-Konrad Zander. Die Nummer 20088 im aktuellen Programmheft der Akademie zeigt eine Einführung in die Weisheit der Wüstenväter an, der, ja, fast hätte ich gesagt, der trockene Untertitel, trocken und Wüste. Haha, sehr witzig. Der Untertitel lässt noch nicht den Dozenten ahnen, der Obertitel aber, fliehe den Bischof und die Frau. Das klingt schon sehr nach Hans-Konrad Zander. Hans-Konrad Zander wollte die Einführung, so war es gedacht, ursprünglich in der Akademie geben, aber aus Gründen, die Ihnen nur allzu bekannt sind, wird das nicht gehen. Statt einer Absage haben sich Akademie und Herr Zander darauf verständigt, die Veranstaltung aufzuzeichnen und am Veranstaltungstag Interessierten Hörerinnen und Hörern als Stream zur Verfügung zu stellen. Versuchen Sie es gar nicht, Hans-Konrad Zander in irgendeine Schublade zu stecken. Sie werden keine passende finden. Der Schweizer Journalist und Schriftsteller lebt das halbe Jahr in Köln, die andere Hälfte des Jahres in der Schweiz. Er entstammt einer calvinistischen Kaufmannsfamilie, ist aber römischer Katholik. Er war Mönch im Dominikanerorden, dann Reporter bei der Illustrierten Stern, noch zu Zeiten von Henry Nannen. Er ist vielen bekannt geworden als Autor großartiger Beiträge für die Sendung Zeitzeichen des WDRs. Er schreibt Bücher, Glossen, Satiren und seit kurzem auch einen Blog im Internet unter www.hans-konrad-zander, alles zusammen.com werden Sie fündig. Hans-Konrad Zander schreibt liebend gern Satirisches über hohe katholische Würdenträger. Aber das macht ihn noch lange nicht zu einem linksliberalen Katholiken. Legendär sind seine 10 Argumente für den Zölibat. Er verteidigte die Inquisition als fortschrittlich, als frauenfreundlich, als richtig, ja, als heilig. Er besucht gar zuweilen Messfeiern der abtrünnigen Piuspriester, Piusbrüder. Er liebt den gregorianischen Gesang, schätzt aber auch die Kölner Kalraner Akademie und die Hörerinnen der Kalraner Akademie, die Hörerinnen und Hörer der Kalraner Akademie mögen ihn, weil oder obwohl er so herrlich politisch unkorrekt ist. Fliehe den Bischof, das werden viele in der Akademie unterschreiben. Fliehe den Bischof, nicht alle und nicht grundsätzlich, aber manche schon. Warum aber auch die Frau fliehen? Was soll dieser misogyne Seitenhieb, Herr Zander? Das sage nicht ich, sagt Hans-Konrad Zander. Das ist das Motto der frühchristlichen Wüstenväter. Und dabei geht ein mehrdeutiges Lächeln über sein Gesicht. Als die Religion noch nicht langweilig war, dieses Buch hier. Ich habe hier das Exemplar, die Erstausgabe von 2001 vor mir, Kiepenheuer und Witsch 2001 erschienen. Das ist die Grundlage seines Vortrags. Hans-Konrad Zander hält das selbst für sein Bestes und dem stimme ich vollumfänglich zu. Der Vortrag hat Überlänge, aber ich behaupte, keine einzige Minute wird Ihnen langweilig. Lassen Sie sich von dem katholischen Freigeist belehren, produktiv irritieren und gut unterhalten. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
So, bald bin ich am Ziel, dem Gartenhaus von Hans Conrad Zander in der sogenannten Indianersiedlung in Köln-Zollstock. Es ist grün hier, einer Wüste ganz unähnlich, sieht eher aus wie eine blühende Oase. Hier wohnt Hans Conrad Zander, auch nicht in einer Einsiedelei, der Wüstenvater Zander wohnt in einer Zweisiedelei. Seit vielen Jahren bewohnt er sein Gartenhaus, was hier hinter dieser wunderbaren Weißdornhecke verborgen ist, mit Frau Zander. So, ich bin am Ziel. Hier ist das Zanderjahr und der frankophile Schweizer schreibt auf das Klingelschild natürlich nicht bitte klingeln, sondern sonnez, s'il vous plaît. Oh, die Karl-Rahner-Akademie ist da. Guten Morgen, Herr Zander. Und besucht mich in der Indianersiedlung in Köln-Zollstock. Sie wollen uns eine Einführung geben in die Weisheit der Wüstenväter? Ja, obwohl das hier nicht die Wüste ist, sondern eher die Oase. So habe ich das auch schon wahrgenommen. Das ist ein großartiger Garten, den Sie hier haben. Ich mache mal einen kleinen Schwenk. Und dann begeben wir uns mal an den Aufbau unserer Technik. Technik. Kleopatra, ich sage nur Kleopatra, Ägyptens Herrscherin, die letzte Pharaonin am Nil. Sie kennen ihre große Legende, wie sie Cäsar verführt, wie sie Cäsar so betört hat, dass er gar nicht mehr ohne sie leben konnte, dass er sie mitnahm nach Rom und ihr dort eine goldene Statue errichten ließ, eine Statue der Liebesgöttin Isis, der Venus, die aber genau die Züge seiner Geliebten Kleopatra hatte. Soweit die Legende. Aber aufschlussreicher als die große Legende ist meist die kleine Legende. In diesem Falle die Legende vom Leben der Kleopatra, bevor Cäsar nach Alexandrien kam. So unersättlich, heißt es, sei Kleopatra nach Männern gewesen, so von Gier besessen, dass sie nicht ruhte, bevor sie nicht in einer einzigen Nacht mindestens 100 Männer verbraucht hatte. Wir würden heute sagen, mindestens 100 Männer sexuell missbraucht hatte. Mag die Zahl 100 orientalisch aufgerundet sein, so ist die Legende doch aufschlussreich für die Blüte der Sexualität zur Zeit von Kleopatra in Alexandrien. Ähnlich wie heute nur noch in der blassen, künstlichen Pornowelt des Internet, so ist es damals zugegangen in der lebendigen täglichen Wirklichkeit der sexuellen Blütezeit von Alexandrien. Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt wahrscheinlich den Eindruck, dass ich Sie aufhalte. Sie wollen ja alle mit mir hoch auf dem Kamel in die Wüste reiten, um echte Wüstenväter dort in ihren Höhlen, in ihren Hütten zu erleben. Aber wann ist je etwas Neues? Wann ist je etwas Aufregendes aus der Wüste gekommen? Nehmen Sie die MeToo-Bewegung unserer Zeit. Die ist doch nicht aus der Einöde Mitteleuropas gekommen. Die kam aus den lebendigen, aus den dynamischen Zentren der Moderne, von den beiden Küsten Amerikas. Nicht in der Einöde der europäischen Provinz ist sie entstanden. Aus den Metropolen der Gegenwart kam sie. Genauso die MeToo-Bewegung der späten Antike. Allerdings war nicht von MeToo die Rede, sondern der Begriff hieß Askesis.
Das ist mit den Jahrhunderten ein religiöser Begriff geworden. Doch so wenig wie heute die MeToo-Bewegung aus der Religion kommt, so wenig kam sie damals, so wenig kam damals die Askese aus der Religion. Der griechische Begriff kommt aus dem antiken Sport und bedeutet so viel wie Training. Ohne beharrliches Training, ohne Beherrschung des Körpers, kein Sieg in der Arena. Jetzt in Alexandrien gewinnt dieser Begriff aus dem antiken Sport eine philosophische Bedeutung. Kein zu sich selber kommen, kein Secum esse für den, der sich nicht zu beherrschen weiß. Keiner kommt zu sich selbst in der Verwahrlosung. Wer zu sich selbst kommen will, wie der siegreiche Sportler, der muss sich einüben in die Beherrschung des Körpers und des Geistes. Selbstbeherrschung im Reden und im Tun, beim Essen und beim Trinken und natürlich in der Sexualität. Der Römer Seneca zum Beispiel spricht vom sexuell unbeherrschten Mann mit einer Geringschätzung, die ihm über seine lateinischen Lippen ganz selbstverständlich kommt. Tugend und Männlichkeit ist ja im Lateinischen ein Wort, Virtus. Virtus von vir, der Mann, bedeutet sowohl die Tugend wie die Männlichkeit. Das war eins. Alexandrien, die ägyptische Hafenstadt, war nicht nur die kulturelle, die intellektuelle Metropole des Römischen Reiches. Die Großstadt war auch ein Schmelztiegel der Religionen. Besonders zahlreich waren in Alexandrien die Juden. Schon zu Jesu-Zeiten waren ja die meisten Juden aus Palästina ausgewandert. Am nächsten lag Alexandrien. Während sich in Jerusalem alle einmauern in dogmatischer Korrektheit, lag in Alexandrien etwas ganz anderes nahe. Jüdische Philosophen, ausgewandert aus Palästina. In Alexandrien versuchten sie, das Alte Testament neu zu interpretieren, von der griechischen Philosophie her. Es ist Philo von Alexandrien, der berühmteste dieser jüdischen Philosophen in Alexandrien, der die Anfänge der asketischen Bewegung in den jüdischen Gemeinden von Alexandrien wörtlich so schildert. Die Tafel bleibt rein vom Fleisch. Brot ist die Nahrung mit Salz gewürzt oder auch für die Feinschmecker mit Hysop. Die gesunde Vernunft rät, nüchtern zu leben, den Priestern rät sie, nüchtern zu opfern. Wein ist nämlich ein Gift, das toll macht, und köstliche Leckerbissen reizen das unersättliche Geschöpf zur Begierde. So die jüdischen Anfänge der Askesis-Bewegung in Alexandrien. Im Gewimmel der Großstadt Alexandrien greift die Askesis-Bewegung über von einem Netzwerk ins andere. Jüdische, griechische Askesis zuerst, dann Isis-Askese, ja Mithras-Askese, schließlich sogar Dionysos-Askese. Überlegen Sie sich das, der Gott der Trunkenheit wird zum Patron der Nüchternheit. Nur eines fehlt noch, fehlt uns besonders, auffällig fehlen die Christen. Es fehlt eine christliche Askese. Die konnte sich auch kaum jemand richtig vorstellen. Am wenigsten die Heiden. Die zweideutigsten Gerüchte liefen ja um, was los sei in den christlichen Gemeinden, wenn dort die Nächstenliebe praktiziert wird. Die Heiden mochten übertreiben, aber ganz haben sich die Heiden nicht getäuscht. Clemens von Alexandrien, einer der glaubwürdigsten christlichen Schriftsteller des 2. Jahrhunderts, beklagt offen die schamlosen Orgien, die unter dem wirren Vorwand der göttlichen Liebe in manchen christlichen Gemeinden stattfänden. Das Christentum hilflos im Abseits der neuen asketischen Bewegungen. In diesem dramatischen Augenblick betritt ein junger christlicher Intellektueller die alexandrinische Szene Origenes, der hochgebildete Sohn eines Märtyrers. Ein Star der christlichen Gemeinde war er schon vorher gewesen, ein Biostar.
barfuß, in der selbstgewobenen Toga von Kräutern ernährt. So ist Origenes in Alexandrien herumgelaufen, vor einem selekten Publikum von Salon, Damen von reichen christlichen Damen und einigen wenigen avantgardistischen Intellektuellen predigt Origenes jetzt eine neue Askese, einen christlichen Lifestyle, der alle anderen konkurrierenden Askesen übertrumpft. Er nennt ihn den Bios Angelikos. Böse Zungen haben das übersetzt mit Keuschheit der Engel. Gute Zungen sprechen lieber von der christlichen Askese. So überwältigend war der Publikumserfolg des Origenes, dass aus allen Städten des Römischen Reiches, vor allem aus Rom selber, tausendfach Kopien seiner Askese-Vorträge angefordert wurden. Sein alexandrinischer Fanclub von reichen christlichen Damen finanzierte ihm alsbald ein Schreibbüro mit einem halben Dutzend Sekretärinnen. Kalligraphinnen, sagte man damals, Schönschreiberinnen. Schön wie die Engel müssen sie gewesen sein, die Schönschreiberinnen, denen Origenes seine Traktate über die Keuschheit diktierte. Mitten im Diktat erlag er der Versuchung. Origenes war der brillanteste Intellektuelle des 2. Jahrhunderts, des 3. Jahrhunderts, doch intellektuelle Selbstironie lag ihm fern. Von rasender Reue gepeinigt, griff der große Keuschheitsapostel von Alexandrien zum Messer und schnitt sich das Glied, mit dem er gesündigt hatte, selber ab. Was Sie hier sehen, ist eine spätmittelalterliche französische Darstellung dieser erschreckenden Szene. Er wirkt eher meditativ auf diesem Bild als erschrocken. Sich durch empirische Fehlschläge entmutigen zu lassen, gehört nicht zur Logik der Religion. Rund ums Mittelmeer rühmt Eusebius von Caesarea, gewinne die christliche Superaskese des Origenes immer mehr, wörtlich Myriaden von Anhängern. Eusebius von Caesarea war einer der ersten Kirchenväter und ein glänzender Historiker. Trotzdem müssen wir von der Karlraner Akademie, als Fans der Gender-Theologie, dem großen Eusebius eine scharfe Rüge erteilen. Myriaden von Anhängern, schreibt er, habe Origenes für seinen Bios Angelikos gewonnen. Politisch, aber auch historisch korrekt, hätte er schreiben müssen, Myriaden von Anhängerinnen. Eines unterscheidet ja das Christentum von den beiden verwandten Religionen, vom Islam und vom Judentum. Unsere Religion zieht Frauen viel stärker an als Männer. Was bliebe von der Kirche, wenn die Frauen draußen wären? Heißt es, wenn die Frauen draußen blieben, hieß es bei von den Frauen von St. Agnes hier in Köln, heißt es bei Maria 2.0 oder 0.2, ich weiß nicht welches von beiden. Was bliebe von der Karlraner Akademie, wenn die Frauen nicht kämen? Und wie es heute ist, so war es schon in den klassischen Orden des Mittelalters und Dominikanerorden zum Beispiel, hatte in der Blütezeit, er hat heute noch 10-mal mehr Schwestern als Brüder. Ich habe das einmal einem Franziskaner erzählt und dann sagte er, bei uns ist es noch schlimmer. Das können Sie jetzt interpretieren, wie Sie wollen. Es ist bei uns so in der katholischen Kirche, es wird so bleiben, weil es so war, von allem Anfang an. Derart eindrucksvoll war um Jesus Christus selbst die Zahl der reichen und gebildeten Jüngerinnen, dass Lukas sie im 8. Kapitel gar nicht alle aufzählen mag. Er nennt eine Reihe von Namen und fügt dann hinzu, und viele andere Frauen, die mit ihrem Vermögen für ihn sorgten. Lukas 8. Kapitel, 3. Vers. Wie um Jesus Christus in Palästina, so um Origenes in Alexandrien, so in all jenen christlichen Gemeinden rund ums Mittelmeer, von denen Eusebius von Caesarea spricht.
Unter den Christinnen fand die neue engelgleiche Lebensweise des Origenes umso mehr Anklang, als manche christlichen Frauen wegen des chronischen Männermangels in den christlichen Gemeinden nicht viele Möglichkeiten hatten zu heiraten. Auch hatten sich viele gebildete und begüterte Christinnen schon vorher für Origenes begeistert, ganz einfach für seine Bio-Lebensweise. Hören Sie eine Schilderung, wie es zuging in jenem christlichen Frauenkreis, der sich draußen in der römischen Campagna im Landhaus der heiligen Marcella zu versammeln pflegte. Ich zitiere: Selbstgebackenes Brot, Gemüse aus dem eigenen Garten, frische Milch, all die Köstlichkeiten des Landes bieten uns eine bescheidene, aber bekömmliche Nahrung. Wenn wir so leben, wird uns der Schlaf nicht vom Meditieren, die Übersättigung nicht vom Lesen abhalten. Im Sommer wird uns ein Baum mit seinem Schatten beschirmen, im Herbst wird die milde Luft und das Laub, das den Boden bedeckt, uns zur Ruhe laden. Im Frühling sind die Wiesen mit Blumen bedeckt. In dieser christlichen römischen Asketinnenszene fehlt mir als Schweizer eigentlich nur das Müsli. Dennoch hat es einen anderen, keinen schweizerischen, sondern einen ausgesprochen römischen Grund, dass das Origenes Evangelium vom Bios Angelikos nirgendwo so viel begeistertes Interesse fand wie bei den katholischen Frauen in Rom. Hier, so stellt es der britische Historiker Havelock Ellis dar, hier in Rom mutierte der alexandrinische Bios Angelikos zu einer Revolt of Women against Men and Marriage. Und damit mitten in der katholischen Kirche zur ersten großen Emanzipationsbewegung europäischer Frauen. Das wussten sie nicht, das weiß niemand weder in der katholischen Kirche noch darum herum, dass die erste große Emanzipationsbewegung von Frauen in der katholischen Kirche stattgefunden hat. Das lag an einer Besonderheit des römischen Eherechts. Wenn eine Frau heiratete, verlor sie die Verfügung über ihr Vermögen. Die ging über an den Ehemann. Blieb sie dagegen ledig, so blieb sie Herrin ihres Geldes und somit Herrin ihrer selbst. Danach hat freilich nie eine Römerin gestrebt. Zu verachtet war im heidnischen Rom die unverheiratete Frau. Jetzt kam aus Alexandrien als neuer christlicher Lifestyle das engelgleiche Leben mit seiner für Rom unerhört neuen Wertschätzung des unverheirateten Menschen. In Scharen wurden die unverheirateten römischen Frauen katholisch, legten das Gelübde immer während der Keuschheit ab und blieben so, dank Bios Angelikos, Herrinnen ihres Geldes, Herrinnen ihrer selbst. Das Gelübde übrigens legte man nicht in einer Ordensgemeinschaft ab, sondern privat vor Freundinnen, vor der Familie, vielleicht auch vor dem Bischof. Und man zog sich nachher genauso an wie vorher. Mitten in der Kapitale der Patriarchen gewannen sie als zölibatäre Christinnen die lebenslange Verfügungsgewalt über ihr Geld. Und somit, ich halte mich hier an Simone de Beauvoir über sich selbst. Im anderen Geschlecht schreibt sie, die einzigen Frauen der Vergangenheit, die der modernen Frau Vorbild sein können, seien die reichen Frauen von damals. Angeführt hat die Bewegung Roms schönste Christin, die heilige Marcella. Sie sehen sie hier. Wahrscheinlich in dieser Gruppe um den heiligen Hieronymus, rechts die heilige Marcella. Der jedoch, sie hatte einen steinreichen römischen Patriarchen geheiratet. Wir wissen nicht, ob es ein Christ war oder ein Heide. Wir wissen nur, dass er nach kaum 7 Monaten Ehe unter heute nicht mehr zu klärenden Umständen starb. Jetzt war Marcella nicht nur die schönste, sondern auch eine der reichsten
Witwen von Rom. Ihr sind wir eben in ihrem Biolandhaus in der Campagna begegnet, mitten in der Stadt der Paterfamilias-Patriarchen wandelte sich ihr luxuriöser Familienpalast auf dem Aventin zur Kommandantura, einer Frauenbewegung für die neue Askese, für die Keuschheit der Engel. Noch schöner, noch reicher als die heilige Marcella war die heilige Melania. Mit 22 Jahren wurde auch sie verwunderlich schnell Witwe. Hier sehen Sie die heilige Melania. Sie ist herzig auf dieser neuen Ikone, die aus dem Patriarchat, dem orthodoxen Patriarchat von Antiochien stammt. Wurde verwunderlich schnell Witwe. In ihrer Zweitvilla am Ölberg bei Jerusalem las sie zum Trost, schreibt der Historiker Peter Brown, 3 Millionen Zeilen Origenes. Das war die Zweitvilla. Sie hatte übrigens noch eine Drittvilla auf Sizilien und eine Viertvilla in Spanien. Noch reicher, noch keuscher als Marcella und Melania war nur eine, die heilige Paula. Paula aus dem Geschlecht der Scipionen und der Gracchen. Paula, die hochgebildete Römerin, die das Alte Testament in Rom kurrent fließend auf Hebräisch las. Mit 31 Jahren war auch sie bereits Witwe. Ihr immenses Familienvermögen steckte auch sie in die neue Frauenbewegung für die Askese, für den Bios Angelikos. Was Gottes reiche Witwen vormachten, das machten Gottes reiche Töchter nach. In jungem Alter in den Besitz eines großen Vermögens gekommen, schreibt der evangelische Historiker Hans Achelis, warteten sie gar nicht mehr darauf, Witwen zu werden, sondern legten gleich das Gelübde der Keuschheit ab und blieben so von früher Jugend an lebenslang Herrinnen ihres Erbteils, Herrinnen ihrer selbst. Völlig anders, entgegengesetzt, die religiöse Entwicklung bei den reichen katholischen Familienvätern in Rom. Im Jahr 313 hat Kaiser Konstantin der katholischen Kirche die gleichen Steuerprivilegien eingeräumt wie den heidnischen Staatsreligionen. 381 dann machte Kaiser Theodosius die katholische Kirche zur alleinigen steuerfreien Staatsreligion. Priester dieser neuen Staatsreligion werden hoch angesehen, unkündbar und steuerfrei, dazu auch noch sich sexuell selbst verwirklichen als omnipotenter römischer Pater Familias, zum Schluss ganz nach dem Vorbild des jüdischen Priestertums, die Stelle auch gleich weitervererben an den Filius, gab es im Jahr 381 für einen römischen katholischen Mann eine schönere Karriere. Selbst Georg Denzler, der leidenschaftliche Kämpfer für die Abschaffung des Zölibats, kommt nicht umhin, die Zustände wörtlich so zu beschreiben. Die Aussicht auf günstige Versorgung ließ immer mehr Männer in den Kirchendienst eintreten, die nicht dazu berufen waren, sondern in erster Linie danach trachteten, die eigenen Kinder als ihre Nachfolger im kirchlichen Amt unterzubringen. Die eigenen Kinder, sagt er. Warum sagt er nicht die Wahrheit? Die eigenen Söhne. Ich habe einen Sohn gezeugt, nicht ohne meinen Sohn. Die Kirche des Gekreuzigten als System der finanziellen Selbstbedienung und der sexuellen Selbstverwirklichung für machtbewusste römische Papis. Ein einziges Wort besagt im Grunde alles. Zölibat kommt von Zöleps. Das ist genau das Gleiche wie unser Wort Fräulein für die unverheiratete Frau. Ob Heide, ob Christ,
Kein römischer Mann wollte eine Zöleps sein, eine unverheiratete Frau. Ein Fräulein wollte keiner sein. Keinen Sohn gezeugt zu haben, war für einen römischen Mann sogar so peinlich, so unrömisch, dass es dafür nur ein Fremdwort gab. Für peinliche Sachen immer ein Fremdwort. Monachus, sagte man. Entsprechend unserem Fremdwort Single. Das war die Schwäche der römischen Frauenbewegung. Ihr fehlten die richtigen Männer. Nichts hatten sie als zur Rechten machtbewusste, geldgierige Papis und zur Linken ein paar windige katholische Linksintellektuelle wie den heiligen Hieronymus. Jesus hatte das Himmelreich gepredigt, gekommen war die imperiale Staatskirche. Gekommen war die patriarchalische Verspießerung der katholischen Kirche in Rom. In dieser beklemmenden Situation brach sie jetzt herein. Die ungeheure Sensation aus Ägypten. Ja, es gab sie. Weit draußen in der ägyptischen Provinz gab es Männer, die den kühnsten Träumen der römischen Frauenbewegung unverhofft entsprachen. Starke Männer, echte Asketen, keine Papis, die es sich in der Staatskirche steuerlich bequem machen wollten, aber auch keine windigen Linksintellektuellen wie den heiligen Hieronymus, echte Männer, die weit draußen in der Wüste heiligen Ernst machten mit dem Wort Jesu Christi, Lukas 14. Kapitel, Vers 33. Wenn nicht jeder von euch alles aufgibt, was er hat, so kann er nicht mein Jünger sein. Die Wüstenväter. Warum habe ich bisher noch nichts über sie gesagt? Weil sich bisher in der Antike kein Mensch für sie interessiert hat. Die Askese galt ja als etwas Urbanes, als ein großstädtischer Lifestyle in den Metropolen rings ums Mittelmeer. Die christliche Askese des Origenes, vor allem der Bios Angelikos, war von Alexandrien auf dem Seeweg nordwärts nach Rom gewandert und hatte dort bei den katholischen Frauen eine erste große Blüte erlebt. Das sei der Grund, betont der evangelische Historiker Karl Heusi, dass es damals jahrzehntelang gar niemandem aufgefallen sei, dass die neue christliche Askese auf dem Landweg in eine ganz andere Richtung gedrungen war und in eine gänzlich andere Welt. Südwärts, schreibt Heusi, wörtlich sei der asketische Lifestyle aus der Weltstadt Alexandrien abgesickert zu den Eingeborenen. Adolf von Harnack setzt noch einen drauf, in die unterste Klasse der christlichen Bevölkerung sei der Bios Angelikos abgesickert zu den Wüstenvätern. Jetzt mit einem Mal wollten in Alexandrien, in Rom, in allen großen Städten rings ums Mittelmeer alle alles wissen, was da los war bei jenen Eingeborenen in der untersten Klasse der christlichen Bevölkerung. Vor allem über ihn, den ersten, den Gründervater der Wüstenväter, den Gründer, nichts als ein Unbekannter, Flache aus einem unbekannten Dorf am Nil, war er bisher gewesen. Jetzt ging er leuchtend über der katholischen Kirche, über der gesamten katholischen Kirche auf, als Stella Deserti, als Star der Wüste, Antonius Eremita, Antonius von Ägypten, die religiöse Sensation des Jahrhunderts. Sie sehen ihn hier nicht persönlich. Das sind junge Ägypter auf Mumienporträts, junge Ägypter derselben Zeit, derselben römischen Zeit Ägyptens, die so ausgesehen haben. Antonius war ja auch ein junger Mann aus relativ gut situierten Kreisen. Damals hieß Philache noch nicht arm sein. Ich stelle ihn mir so vor, Sie werden ihn gleich noch sehen, wie ihn sich das ausgehende Mittelalter dann vorgestellt hat. So nehme ich an, hat er in Wirklichkeit ausgesehen. Wer Sensation sagt, der meint heute Medien.
Natürlich waren die Menschen des 4. Jahrhunderts noch nicht mit Fernsehen gesegnet. Aber das heißt nicht, dass Sensationen damals nur von Mund zu Mund weitergegeben wurden. Es gab schon eine Art tagesaktueller Schriftstellerei, die dem heutigen Journalismus nahe kommt. Fast alle wollten diese Schriftsteller jetzt in der Wüste selber recherchiert. Sie wollten sogar selber dort unter den Wüstenvätern gelebt haben. Teils auf Griechisch, teils auf Lateinisch geschrieben, eroberten diese Berichte aus der Wüste Ägyptens den Medienmarkt des Römischen Reiches. Aus vielen anderen will ich nur jene beiden antiken Berichte herausgreifen, welche den lateinischen Westen des Reiches, die Katholiken Roms vor allem, am stärksten erschüttert haben. Das ist ein ganz kleines, bescheidenes Büchlein erstmal, das dennoch für 1000 Jahre bis zum Ende des Mittelalters das meistgelesene Buch neben der Bibel, das meistgelesene christliche Buch bleiben wird, die Vita Antonii des Athanasius von Alexandrien. Und da ist als zweites ein Riesenschenken von 24 Bänden mit dem Gesamttitel Collationes Patrum, Gespräche mit Wüstenvätern. Man könnte auch übersetzen mit Meine Interviews mit Wüstenvätern. Geschrieben von Cassian, dem damals meistgelesenen lateinischen Spezialisten für mystische Gotteserfahrung. Eine Art Anselm Grün der Antike. Als dritte Quelle füge ich jetzt die Apophthegmata Patrum hinzu. Eine in vielen Versionen auf Griechisch, auf Koptisch, allerdings auf Lateinisch erst später verbreitete Sammlung von Sprüchen und Anekdoten von Geschichten der Wüstenväter. Doch zuerst, der größte publizistische Hit der christlichen Antike, die Vita Antonii. Das Interessanteste ist die Einleitung. Ganz schlecht geschrieben sei das alles, gibt Athanasius selber zu, es sei nur ein erster Entwurf und er sei noch gar nicht fertig. Aber er müsse es jetzt herausgeben. Aus dem ganzen Römischen Reich werde er ja bestürmt, endlich alles zu veröffentlichen, was er über die Wüstenväter wisse, vor allem über ihn, den Star der Wüste, über Antonius den Großen. Jetzt aber setze im Hafen von Alexandrien das letzte Postschiff vor der schlechten Jahreszeit die Segel an seine Tür poche gebieterisch. Ho Grammatophoros, der Briefträger, und reiße ihm das unfertige, das schlecht geschriebene Leben des Antonius ganz einfach aus der Hand. Der Schock, den dieses Buch ausgelöst hat, ist heute noch nachzulesen bei Augustinus im 8. Kapitel seiner Bekenntnisse. Wörtlich schreibt er über die Aufregung in seinem Mailänder Freundeskreis: Hast du gehört, ungebildete Leute stehen auf und reißen den Himmel an sich. Fast unmittelbar danach wird Augustinus Christ, kehrt nach Afrika zurück, in die Provinz Afrika, und gründet dort, von der Vita Antonii bewegt, seine erste asketische Lebensgemeinschaft. Größer aber als die Aufregung, die sein Buch in Italien auslösen wird, ist die Überraschung gewesen, die Athanasius selber erlebte, als er Antonius zum ersten Mal begegnete. Das war in den Wüstenbergen hinter Pispir, östlich vom mittleren Nil. Es war schon die zweite der Einsiedeleien des heiligen Antonius. Aus der ersten war er geflohen vor den viel zu vielen Interessenten, die ihn besuchen wollten. Es wird das gleiche sein in Pispir. Aber nun kommt erstmal Athanasius und erlebt eine dreifache Überraschung. Ein Asketen draußen in der Wüste stellt man sich abgezehrt vor, ausgemergelt, so wie Grünewald auf dem Isenheimer Altar ihn dargestellt hat. Und Hieronymus Bosch ganz ähnlich. Das war 1000 Jahre später, als die Wüstenväter keine Wirklichkeit mehr waren. Der wirkliche Antonius, schreibt Athanasius wörtlich, war weder abgezehrt noch dick geworden durch den Mangel an Bewegung, agymnastos.
Auch sein seelischer Zustand, fährt Athanasius fort, war unbeeinträchtigt. Weder vergrämt war er, noch ausgelassen, weder niedergeschlagen, noch krampfhaft lustig, so nach Art unserer jetzigen Unterhalter. Im Gegenteil, er wirkte wie ein Mensch, wörtlich, den der Verstand regiert und der im Einklang lebt mit der Natur. Kataphysin. Noch erstaunlicher, ein zweites. Wie wir alle hatte sich Athanasius einen Einsiedler, einsam, vorgestellt. Antonius war aber nicht allein. Ringsum in unzähligen Höhlen und Hütten waren etwa 3000 Einsiedler mit ihm gemeinsam einsam. Regelrecht verstädtert sei die Wüste um die Einsiedelei des Antonius gewesen. Am besten dargestellt hat das Fra Angelico in diesem Bild, das sie in den Uffizien in Florenz betrachten sollten. Ein richtiges Dorf ist das zumindest. Mit allem Möglichen sind die Wüstenväter beschäftigt, besuchen sich auch die ganze Zeit. Nur hat er natürlich, er hat die Einsiedelei des Antonius unten an den Nil gesetzt, wo die auch fischen, was ja einem Einsiedler gar nicht erlaubt war. Das waren alles Leute, die auf Fisch und Fleisch verzichtet hatten. Aber immerhin, es ist diese lebendige Szene, die Fra Angelico gelungen ist. Von einer Polis in der Wüste spricht Athanasius auf Griechisch, einer regelrechten Stadt. Was für Leute waren das? Keine exaltierten Jünglinge, sondern im Gegenteil fast alles Männer, mittleren Alters, jedenfalls über 30, gesetzte Männer, schreibt Athanasius, denen man anmerkte, dass sie früher in ihren Dörfern etwas zu sagen hatten. Und die alle wirkten, als hätten sie, Athanasius wörtlich, die Lasten dieses Lebens abgelegt. Das Erstaunlichste nämlich an dieser Wüstenstadt, berichtet Athanasius, war die Stimmung. Eine Stimmung von paradiesischer Heiterkeit. Woher diese göttlich gute Stimmung weit draußen in einer so unwirtlichen Landschaft wie der Wüste? Um das herauszufinden, wollen wir jetzt einen Blick werfen in jenen zweiten Bericht über die Wüstenväter, der die römischen Zeitgenossen fasziniert hat. Selber habe er 7 Jahre unter den Wüstenvätern gelebt, behauptet Cassian. Hier sehen Sie ihn in einer östlichen Ikone. Publizistisch herausgeschaut haben dabei 24 Bände, Collationes Patrum, Interviews mit Wüstenvätern. 24 Bände nacheinander, alle in Rom ein christlicher Bestseller. Lesenswert ist heute noch, oder meine ich, war damals schon, nur ein einziger Satz in 24 Bänden. Um weit hinaus in die Salzwüste zu fliehen, hätten diese christlichen Männer alle ein doppeltes Motiv. Omnimodis fugare debere mulieres et episcopos. Leicht verkürzt ist daraus die klassische Maxime der Wüstenväter geworden. Fliehe den Bischof und die Frau. In der ganzen Polis, in der ganzen Wüstenstadt um Antonius, gut 3000 Einsiedler, aber keine einzige Einsiedlerin. Als seine eigene Schwester zu ihm kommen wollte in seine Gemeinschaft, hat Antonius ihr das verwehrt. Warum? Darauf komme ich später. Eines möchte ich aber jetzt schon feststellen. Der Bios Angelikos, jene christliche Askese, die ihren Ursprung Origenes in den christlichen Salons von Alexandrien hatte, ist übers Mittelmeer nach Norden eine Frauenbewegung geworden. Das reine Gegenteil auf dem Weg nach Süden. Dort bei den Eingeborenen, unten im Niltal, in Afrika schon, hat der gleiche asketische Impuls aus Alexandrien zu einer reinen Männerbewegung geführt. Was aber hat die Männer dieser untersten Schicht der christlichen Bevölkerung bewogen, vor dem Bischof zu fliehen und vor der Frau? Gibt es überhaupt eine Gemeinsamkeit zwischen Bischof und Frau? Sind das nicht zwei gänzlich verschiedene Personengruppen? Fangen wir
mit dem Leichteren an, mit der Flucht vor dem Bischof. Was ist das überhaupt, ein Bischof? Religion hat viel mit Wortmagie zu tun. Und so lohnt es sich, dass wir uns das Wort Bischof im Ohr zergehen lassen. Kein Zweifel. Unter allen Wörtern der deutschen Sprache klingt dieses Wort solitär. Es klingt absonderlich. Vielleicht, weil die Sache absonderlich ist. Nichts Absonderlicheres hat das Christentum hervorgebracht als die Institution Bischof. Hier sehen Sie nun einen echten, modernen Bischof. Wenn Sie ihn fragen, was er sei, wird er sagen, er ist ein Nachfolger der Apostel. Und gewiss hat Jesus Christus Apostel berufen. Aber fest steht auch, dass Jesus unter einem Apostel sich keinen Bischof vorgestellt hat, sondern das Gegenteil. Ein Wanderprediger, so heimatlos wie er selbst. Lukas 9,3 Nichts führet bei euch, weder Stab noch Tasche, weder Brot noch Geld. Es kennzeichnet die moderne Christenheit, dass sie das früheste und schönste Wort für die Nachfolge Jesu Christi vergessen hat. In den Apophthegmata Patrum, in der frühen Sammlung von Wüstenvätergeschichten, kommt dieses Wort unablässig vor. Es heißt Xenitheia, auf Deutsch Fremdsein, heimatlos sein. Vorgelebt hat die urchristliche Xenitheia der ruhelose Wanderprediger Paulus. Hebräer 13,14 Wir haben hienieden keine bleibende Stätte, sondern suchen die künftige. So überragend ist die Gestalt Pauli, dass viele Christen gar nicht wissen, dass er nicht der Einzige war. Paulus war nur einer aus einer großen Zahl von frühchristlichen Wanderpredigern, die in frei gewählter Heimatlosigkeit weit hinaus nach Europa wanderten und noch weiter hinaus nach Asien. Von jenen frühchristlichen Wanderpredigern zeugen noch heute die christlichen Gemeinden in Kerala im Süden Indiens. Allerdings zeigt das Beispiel Pauli, dass das Wanderpredigen einen fatalen Nachteil hat, den Jesus Christus vielleicht gar nicht selber bedacht hat. Der Wanderprediger wandert, aber die Bekehrten wandern nicht mit. Wandert der Wanderprediger weiter, so bleibt eine Gemeinde zurück, die vom Geist Gottes erfüllt sein mag, die aber trotzdem auf die Dauer und im Alltag so nicht recht weiß, was tun. Das bedenklichste Beispiel ist uns dafür aus dem Neuen Testament bekannt. Während der Wanderprediger Paulus weiterwandert in die Xenitheia, bricht in der führungslosen Gemeinde in Korinth die falsch verstandene Nächstenliebe aus. Folgete den Porneian, muss der weitergezogene Wanderprediger Paulus die zurückgelassene Gemeinde in Korinth brieflich ermahnen. Flieht die Unzucht. Man braucht nicht Griechisch studiert zu haben, um zu erkennen, dass Porneia das Gegenteil von Askesis ist. Rasch erwachte deshalb in den zurückgelassenen Gemeinden das Bedürfnis nach einem temporären Ersatzmann, der am Ort, wenn nicht für Askesis, so doch für Ordnung sorgt. So lange, bis der eigentliche Apostel, der Wanderprediger, zurückgewandert kommt. Aufseher nannte man einen solchen vorläufigen Platzhalter, Episkopos auf Griechisch. Daraus geworden ist unser kurioses Wort Bischof. Il n'y a que le provisoire qui dure. Nichts ist dauerhafter als ein provisorischer Aufseher. Je mehr das Christentum im Römischen Reich erstarkt, desto endgültiger wird über ganze Städte, ganze Provinzen die Macht dieser ursprünglich nur provisorischen Platzhalter des Glaubens. Bald fühlt sich der Bischof gar nicht mehr als Ersatzmann des Wanderpredigers, sondern anstatt des Wanderpredigers als ursprünglicher Nachfolger der Apostel, als Amtsinhaber. Unbeweglich, unabsetzbar, mächtig und reich sitzt er auf seinem bischöflichen Stuhl.
um dieses Machtgefüge heiliger Immobilität zu vollenden, erhebt sich schließlich über allen anderen Stühlen der mächtigste und reichste, weil unbeweglichste aller Stühle der heilige Stuhl. Kein Lichtkreuz hoch am Himmel hat Kaiser Konstantin auf den Gedanken gebracht, die katholische Kirche zur Staatskirche zu machen. In dem neuen Gefüge allmächtiger katholischer Lokalpotentaten sah der Kaiser die reale Chance, Ordnung zu bringen in sein zerrüttetes Reich. So sehr war der Machtmensch Konstantin von den neuen katholischen Machthabern beeindruckt, dass er auch sich nicht nur am Hof in Konstantinopel mit Bischöfen umgab, sondern sich auch selber mit Vorliebe als den eigentlichen und obersten Bischof des ganzen Imperiums, als Reichsbischof bezeichnete. Dabei war er noch gar nicht getauft, hat sich ja ganz am Schluss erst taufen lassen. Und die Wanderprediger Jesu Christi, noch gibt es sie, die ursprünglichen Apostel des Evangeliums, aber nur in zwei Ländern noch, in Ägypten und in Syrien. Familienlos, besitzlos, heimatlos ziehen diese letzten christlichen Wanderprediger noch im 3. und 4. Jahrhundert über die Dörfer Syriens und Ägyptens. Solche Wanderprediger haben das Christentum nach Kome gebracht, in das Dorf am Nil, aus dem Antonius Eremita stammt. Dieses Bild zeige ich Ihnen, weil ich sehr stolz darauf bin. Es war schwer zu machen. Das Dorf, in dem Antonius geboren wurde, wird in allen wissenschaftlichen Bänden hier als dieses Dorf bezeichnet, aber niemand beschreibt es. Niemand hat es offenkundig gesehen. Ich habe einen Kopten überredet, mich dahin zu fahren in seinem Auto. Er ist etwa 50 Meter in das Dorf hineingefahren und dann, nach etwa 50 Metern, hat er angefangen zu zittern. Sagt mir, siehst du diese Teenager da drüben, wie die uns anstarren? Wir dürfen hier nicht weiterfahren, wir dürfen hier gar nicht hinein. Man darf in ein solches Dorf nur hinein, wenn man eingeladen wurde. Es ist auch umgeben von einer hohen Mauer. Diese ummauerte Gemeinschaft, dieses absolut abgeschlossene Dorf, das ist die Welt, aus der Antonius ausgebrochen ist, hinaus in die Wüste. Was das an religiöser Fantasie, was es an Mut brauchte, das können Sie an diesem Bild ersehen. Solche Wanderprediger haben das Christentum nach Kome gebracht, in das Dorf am Nil, aus dem Antonius Eremita stammt. Was sie dem jungen Antonius predigten, haben sie ihm vorgelebt. Lukas 14, 33. Jeder von euch muss alles aufgeben, was er hat, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Aus dem bergenden Dorf hinaus in die Weite, in die Heimatlosigkeit der Wüste. Ein Verdacht drängt sich auf, der den großen protestantischen Historikern keine Ruhe gelassen hat. Sind die neuen Wüstenväter vielleicht nichts anderes als die alten christlichen Wanderprediger? Kein geringerer als Adolf von Harnack hat die These vertreten, dass diese und jene eins sind. Lebt also in den Wüstenvätern die ursprüngliche apostolische Elite fort, von den neuen konstantinischen Potentaten, den Bischöfen, verdrängt aus den Metropolen, hinaus in die Kolonien, hinabgedrängt zu den Eingeborenen, hinausgedrängt in die äußerste Wüste. In den Wüsten Syriens wird es ganze Schwärme von Wandermönchen geben, Wüstenväter, die nur von Kräutern und von Körnern leben, lebenslang unstet durch die Wüste weideten. Das griechische Wort heißt eigentlich Weidemönche. Auch in Ägypten, in der nitrischen Wüste, hat es sie gegeben. Die radikalsten von allen Wüstenvätern waren Einsiedler ohne Einsiedlerei. Zum Beispiel der Wüstenvater Besarion. Nicht als härteste, hier sehen Sie in einer neueren Darstellung, nichts als härteste aller Bußen hat Besarion die selbstgewählte Heimatlosigkeit erlebt, sondern als höchstes irdisches Glück.
Es machte ihm Freude, heißt es in den Apophthegmatapatrum, sich auf der grenzenlosen, unwirtlichen Sandwüste herumzutreiben, wie ein Schiffer auf dem Meer, wie ein junger Surfer heute am Meer auf den Wellen. Der letzte der frühen christlichen Wanderprediger? Nein, hier irrt Adolf von Harnack. Die neuen Wüstenväter des 3. und 4. Jahrhunderts, auch die Wandereremiten, sind, so urteilt zu Recht Felix von Campenhausen, etwas anderes als die alten Wanderprediger der paulinischen Zeit. Es liegt doch auf der Hand, apostolischer Verkündigungswille treibt keinen Christen hinaus in die grenzenlose und die menschenleere Sandwüste. Etwas aber haben die letzten apostolischen Wanderprediger den ersten Wüstenvätern ganz persönlich weitergegeben. Das ist ihr eigener Lebensstil. Keine Familie haben, keinen Besitz, fremd sein. Gemäß der Verheißung Jesu Christi, wahrlich, ich sage euch, es ist keiner, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder um des Evangeliums willen aufgibt, der nicht hundertfach alles zurückbekäme. Wie immer dieses Wort Jesu Christi inzwischen kirchlich korrekt interpretiert worden ist, eines besagt es auf jeden Fall: Christentum ist kein Festsitzen auf einem Stuhl. Es ist, wie das frühe Judentum, ein Exodus. Es ist Xenitheia. Fliehe den Bischof, denn er ist das Gegenteil. Kein antiker Leser brauchte lange historische Erklärungen, um das zu verstehen. Zum Skandalon wurde Cassians Maxime nur, weil sie zusammen mit den Bischöfen, gegen die manche guten Christen etwas haben, eine weitere menschliche Gattung nennt, gegen die kein guter Christ etwas haben darf. Fliehe den Bischof und die Frau. Johannes Cassian gilt als ungewöhnlich methodischer Denker. Umso verrückter wirkt dieser Satz: ist nicht die Frau etwas wesenhaft anderes als ein Bischof? Ist sie nicht das Gegenteil? Einmal im Schaufenster eines Antiquariats am Römerturm ist mir ein kleines Reliquiar aufgefallen. In Samt und Silber gehüllt barg es ein winziges Knöchelchen. Sancti Paphnutii stand drauf. Einer der großen Wüstenväter war das, zuletzt als Antiquität verschlagen in einen Kölner Laden. Sofort habe ich das kostbare Reliquiar gekauft. Jetzt die Geschichte von Paphnutius und einem seiner Jünger. In den Apophthegmata Patrum wird sie so erzählt. Stark auf die Nerven ging dem heiligen Paphnutius ein Jünger, der unablässig mit seiner Potenz prahlte. Auch wenn ich 10 Weiber nehme, könnte ich meine Begierde nicht stillen. Es fügte sich eine Weile danach, dass der alte Paphnutius durch ein Dorf kam. Im Marktgewimmel traf er einen jungen Mann, der schwer beladen war mit Körben und Tongefäßen. So überanstrengt, so tief gebeugt, kam der Jüngling daher, dass Paphnutius sein Gesicht nicht wiedererkannte. Doch jener rief ihm zu: Paphnutius, erkennst du mich nicht? Ich war doch einmal dein Jünger. Überrascht musterte der heilige Paphnutius den erschöpften Jüngling. Es fehlte nur, sprach er kopfschüttelnd, dass du wirklich 10 Weiber genommen hast. Da seufzte der Junge, um die Wahrheit zu sagen, ich habe nur eine genommen und habe die größte Mühe, ihr und ihren Kindern Brot zu verschaffen. So ist es heute noch auf dem modernen afrikanischen Dorf. 10 Weiber kann jeder nehmen, wenn er für jede ein Haus bauen oder kaufen kann. Es will jede Frau ein eigenes Haus haben. Dann ist sie bereit, es den Ehemann mit 9 anderen zu teilen, aber sie will ein eigenes Haus haben. Ich habe das
Er lebt in Burkina Faso. 10 Weiber kann dort jeder nehmen, wenn er jeder ein eigenes Haus verschafft. Doch auf dem antiken ägyptischen Dorf war es schlimmer. Eine Frau nehmen und Steuerzahler werden war dasselbe. Noch heute interessiert sich ja das Finanzamt für nichts so leidenschaftlich wie für Immobilien. Der Grund ist einfach, Immobilien können nicht weglaufen. Hatte er eine Frau, so hatte der blühende Jüngling einen festen Wohnsitz. Weglaufen konnte er nicht mehr. Jederzeit war er greifbar, belangbar, besteuerbar. Lebenslang war er bestimmt zur Knechtschaft. Denn er war der Herr eines Hauses, einer Frau. Warum waren die Tausende von Einsiedlern rund um die Einsiedelei des heiligen Antonius so guter Laune? Man habe ihnen angemerkt, schreibt Athanasius wörtlich, dass es ihnen gelungen war, die Lasten dieses Lebens abzulegen. Wenn ein Mann eine Frau hat, so ist das, wie wenn er einen Bischof hat. Es ist das Ende von Freiheit und Beweglichkeit. Fliehe den Bischof und die Frau. Sollte mir in der Kalarana Akademie heute ein törichter Jüngling zuhören, der heute noch im 21. Jahrhundert dem Gedanken nachhängt, den Bischof und die Frau zu fliehen, so will ich eine nachdrückliche Warnung aussprechen. Eines nämlich hat Cassian in all seinen 24 Bänden nicht bedacht. Vor dem Bischof zu fliehen ist leicht. Vor der Frau zu fliehen ist unendlich schwer. Fast möchte ich sagen, es ist unmöglich. Wirf die Frau zur Tür hinaus, sie kommt durchs Fenster zurück, ist ein altes französisches Sprichwort. Je weiter sie hinausflohen vor den Frauen, bis hinaus in die wüsteste Wüste, desto mehr bekamen es die Wüstenväter mit den Frauen zu tun. Nicht mit Einsiedlerinnen, sondern mit Frauen, die unbedingt einen Einsiedler besuchen wollten. Paradoxerweise lag das gerade an ihrem Ruf, große Meister der Askese, große Heilige geworden zu sein. Denn was ist ein Heiliger? Nach heutiger Vorstellung ist das einer, der vom Papst in Rom heilig gesprochen worden ist. Das gibt es erst seit dem Mittelalter. In der Antike war ein Heiliger einer, der Gott besonders nahe war und somit auch die göttliche Kraft besaß, andere Menschen zu heilen. Heilig und heilen sind verwandte Wörter. Der Heiland ist altdeutsch der Heilende. Draußen in ihren Einsiedeleien wurden die Wüstenväter rasch die Heilpraktiker des 4. Jahrhunderts. Und ihr weiblicher Zustrom war enorm. Auf Eseln, auf Kamelen, die meisten zu Fuß, in niemals endender Prozession, zogen aus den Dörfern am Nil, aus den Dörfern im Delta, die Frauen hinaus zu den heilenden Heiligen draußen in der Wüste. Als erfolgreichster Wundertäter galt Abba Makarios der Alexandriner. Einer vornehmen Jungfrau aus Thessaloniki heißt es in den Vätersprüchen, sei es gelungen, seine Einsiedelei zu finden. Und sie hoben die gelähmte Griechin, sie war gelähmt, in der Einsiedelei vom Kamel. Es war ein schwieriger Fall. Unter Gebeten, fährt der Bericht fort, rieb Makarios sie 20 Tage lang eigenhändig mit geweihtem Öl ein. Also er sieht wirklich so aus, als ob es ihm leicht fiele, Frauen mit geweihtem Öl einzureiben. Dann schickte er sie geheilt nach Thessaloniki zurück. Nach ihrer Heimkehr ließ sie ihm reiche Gaben zukommen. Das war die erste Welle weiblicher Besucher in den Einsiedeleien, im Wesentlichen noch Frauen aus den ägyptischen Dörfern, aus denen die Wüstenväter selber stammten. Jetzt aber kam die zweite weibliche Welle, nennen wir sie die
spirituelle Weilwelle. Ganze Schiffsladungen von Frauen, klagt in den Vätersprüchen der heilige Abba Arsenius, kämen aus Rom übers Meer. Ganze Schiffsladungen. Es war, als sei die ganze römische Frauenbewegung aufgebrochen zu den Wüstenvätern. Als erste in Alexandrien gelandet und alsbald in die Wüste aufgebrochen, war die heilige Melania. In Begleitung, heißt es wörtlich, einiger ihr besonders ergebener Sklaven und Frauen, zog sie ein halbes Jahr von einer Einsiedlerkolonie zur anderen. Hier ist sie nochmals. Sie gefällt mir besonders, weil sie so herzig aussieht. Hinterdrein ein langer Zug von Lasteseln. 300 Pfund Silber brachte Melania mit, als kleine Entwicklungshilfe der römischen Frauenbewegung für die ägyptische Männerbewegung. Vor der Hütte des heiligen Pambo befahl sie abzuladen. Jetzt sehen Sie den heiligen Pambo, etwas weniger herzig als die heilige Melania. Der heilige Pambo, ganz damit beschäftigt, einen Korb zu flechten, sah nicht einmal auf. Damit du weißt, wie viel es ist, sagte sie etwas gereizt. Es sind 300 Pfund Silber. Mein Kind, gab er zur Antwort, der die Berge wägt, braucht keine Waage, um zu wissen, wie viel all dein Silber wiegt. Und er schenkte ihr zur Erinnerung einen selbstgefertigten Korb. Immerhin geht aus der Erzählung heraus hervor, dass der heilige Pambo die 300 Pfund Silber nicht verschmäht hat. Und dann kam sie selbst. Nitriens Wüste hielt den Atem an, als aus Palästina die ungewöhnlichste aller Karawanen dahergezogen kam. Vorneweg hoch zu Kamel, Roms reichste, mächtigste Christin, die heilige Paula, dahinter ein Heerwurm von christlichen Witwen und Jungfrauen und ganz hinten von Lasttieren, von männlichem Personal, nicht zu vergessen den heiligen Hieronymus, der es noch hier draußen in der Wüste fertigbrachte, ihr auf der Tasche zu liegen. Wo immer diese Karawane durch Dörfer und Städte gezogen kam, hatten die ägyptischen Christen von ihren Bischöfen geführt, die mächtige Römerin aus konsularischem Geschlecht in kniefälliger Prozession willkommen geheißen. Jetzt, als sie weit südlich von Alexandrien bei der sogenannten Stelle der drei Palmen auf die erste Wüstenväterkolonie stieß, stieg Paula selber ab. Vor den versammelten Vätern der nitrischen Wüste warf Scipios stolze Erbin sich huldigend in den Sand. Mit Psalmen und mit Lobgesängen bereitete sodann der Chor der Wüstenväter den Christinnen aus Rom einen hymnischen Empfang, sicher auf Koptisch, nicht auf Lateinisch. Es war der historische Augenblick. Christliche Frauenbewegung trifft christliche Männerbewegung. Von Einsiedlerkolonie zu Einsiedlerkolonie ritt Paula immer tiefer in die Wüste und mit jeder Begegnung wuchs ihre Begeisterung. In Abba Makarius dem Jüngeren glaubte sie sogar, Jesus Christus persönlich zu erkennen. Was sie da lostrat mit ihrer spektakulären Wallfahrt zu den Wüstenvätern, war der heiligen Paula wohl nicht bewusst. Seit heidnischen Tagen gehörte eine Reise nach Ägypten zum Kulturprogramm jeder jungen Römerin oder Griechin aus gutem Haus, gewöhnlich unmittelbar vor der Hochzeit. In Satiren, die sich heute noch so frisch lesen wie am ersten Tag, haben Lucian und Theodorus Siculus, hier sehen Sie Lucian, ein neuerer Stich nach einem alten Vorbild, haben Lucian und Theodorus Siculus diesen Strom leichtgläubiger Bildungstouristinnen karikiert, die sich von den Pyramiden bis hinauf zu den Königsgräbern von Theben, heute Luxor, alle echten Wunder Ägyptens vorführen ließen und noch einige mehr. Gerade diese vermögenden und gebildeten Kreise waren jetzt christlich geworden. Kein Gedanke,
vor der Heirat der Tochter deshalb die traditionelle Bildungsreise nach Ägypten zu den ägyptischen Kulturwundern vorzuenthalten. Wohl aber galt es, die alten heidnischen Wunder zu ergänzen durch neue, durch echt christliche Wunder. Aus den Reiseführern der Epoche, zum Beispiel aus der vielgelesenen Peregrinatio ad loca sancta der gallischen Schriftstellerin Etheria, geht hervor, dass eine Ägyptentour ohne Abstecher zu den Wüstenvätern schon bald gar nicht mehr denkbar war. Fortan ritt die junge christliche Römerin zuerst wie ihre heidnische Großmutter nach Arsinoe, um dort die heiligen Krokodile zu füttern. Weiter ging es nach Memphis, wo sie dem göttlichen Stier ein Bündel Heu ins heilige Maul stopfte. Doch dann, aufregend neu und christlich, führte sie ihr ägyptischer Guide hoch zu Kamel hinaus in die Wüste, um als Höhepunkt der Bildungsreise einen christlichen Wüstenvater in Natura zu erleben, um einen unvergesslichen Blick tief hinein in seine Höhle zu werfen, um aus seinem koptischen Mund ein unvergessliches, aber gerade deshalb umso tiefsinnigeres Wort der Weisheit zu vernehmen. Um jetzt noch einen Wüstenvater zu finden, der nach eigenem Bekunden jedenfalls seit 40 Jahren keine Frau mehr zu Gesicht bekommen hatte, musste ein lateinischer Schriftsteller, Rufin von Aquileia, weit Nil aufwärts reisen. Da traf er Abba Johannes von Lykopolis. Über 90 war Johannes von Lykopolis schon, und doch gestand er freimütig, sei es ihm eben noch gewesen, als komme eine bildschöne Frau quer durch die Dünen der Wüste verführerisch auf ihn zugewandelt. Auch in der tiefsten Einsamkeit bleibe die Frau der schwache Punkt der Askese. Gerade wenn sie physisch gar nicht mehr gegenwärtig sei, dränge sich die Frau der Fantasie übermächtig auf. Wörtlich sagte der 90-jährige Asket zu Rufin: Unauslöschlich ist die Erinnerung an ihren Anblick und an die Unterhaltung mit ihr. Einem griechischen Besucher, der von ihm alles über Dämonenkämpfe wissen wollte, gestand der 70-jährige Wüstenvater Pachon, gerade wieder habe ihm der Dämon heftig zugesetzt. Er erschien mir in Gestalt einer schwarzen Jungfrau aus Äthiopien, die ich einst in meiner Jugend zur Zeit der Ernte beim Ährenlesen gesehen hatte, setzte sich auf meine Knie und erregte mich so stark, dass ich mit ihr zu verkehren glaubte. In mancher Hinsicht sind das schon die untersten Schichten der christlichen Bevölkerung, die reden über Sexualität wie deutsche Proleten in der Bildzeitung. Noch die spätmittelalterlichen niederländischen und deutschen Maler waren fasziniert von den Versuchungen des heiligen Antonius, von den vielen Dämonen, die ihn meist in weiblicher Gestalt umschwärmten. Abba Poimen, den Sie hier sehen, einer der großen Väter der nitrischen Wüste, hat, wie die Apophthegmata Patrum berichten, einen ganz anderen Dämon gefürchtet, den Dämon der dritten Generation. Seit der dritten Generation, klagt Poimen wörtlich, haben die Väter in der Wüste keine Fortschritte mehr gemacht. So war es bei den Wüstenvätern und so wird es sich fortziehen durch alle Jahrhunderte des christlichen Mönchtums bis in unsere Zeit. Karl Suso Frank, ein ausgezeichneter moderner Historiker des Mönchtums, ein Franziskaner übrigens, hat das Gesetz der Dekadenz so ausgedrückt. In der dritten, spätestens in der vierten Generation des christlichen Mönchtums sei jeweils das schöpferische Charisma der Gründergeneration aufgebraucht. Kein glücklicher Ausdruck, aber er sagt schon das, was gemeint ist. Stella Deserti, Star der Wüste geworden zu sein, hat nicht einmal Antonius dem Großen gut getan. Als gar die römische Provinzverwaltung
um den Touristenansturm zu bewältigen, eine reguläre Kamelpostlinie von Heliopolis zur Einsiedelei des Antonius einrichtete, floh der Star der Wüste in eine andere, viel weiter östlich, schon fast am Roten Meer gelegene Höhle in der Nähe des heutigen koptischen Antonius-Klosters. Jetzt aber, am Ende des 4. Jahrhunderts, brach der griechisch-römische Tourismus ein in die ungleich labiler gewordene Szene der Wüstenväter dritter Generation. Während christliche Touristinnen sich noch voll Gottvertrauen zum heiligen Anuf schleppen ließen, der überhaupt nichts Irdisches aß, sondern ausschließlich von der heiligen Kommunion lebte, wie später Nikolaus von Fürth, nahmen heidnische Augen die gleiche Wüstenväterszene schon weniger erbaulich wahr. Die Wüstenväter, die er mit eigenen Augen gesehen habe, schreibt der Römer Ammianus Marcellinus, seien ihm, ich zitiere ihn, gieriger als Schweine vorgekommen, gefräßiger als Elefanten, präzisiert ums vegetarische Bild bemüht der Grieche Libanius. Beide Ammianus Marcellinus und Libanius gelten als Heiden, die das Christentum relativ sachlich beobachtet und beschrieben haben, nicht polemisch wie andere. Es wird schon alles mit rechten Dingen zugegangen sein, als der heilige Hephaestion vor den staunenden Augen der heiligen Melania nichts als Fladenbrot kaute, lediglich gewürzt mit einer Prise Salz. Die meisten Wüstenväter aber hatten in dieser dritten Generation die Vitamine entdeckt. Endivien, das war ihre Lieblingsspeise, Lattich und Lauch, Datteln, Feigen und Oliven verwandelten die fortschrittliche Einsiedelei in eine Oase bioökologischen Wohlbefindens. Auch Räucherschinken hat Cassian schon in manchen Einsiedeleien gerochen und marinierten Fisch. In den Vätersprüchen selbst treffen wir die Wüstenväter mehr als 50 Mal beim Wein. Es wird schon alles mit rechten Dingen zugegangen sein, als der heilige Hephaestion danach der heiligen Melania erlaubte, einen staunenden Blick in seine spartanische Hütte zu werfen. Eine geflochtene Matte und zwei Körbe mehr Mobiliar sah sie nicht. Doch die meisten Wüstenväter hatten damals schon in der dritten Generation anspruchsvollere Einrichtungen. Die dritte Generation hat stets ganz andere Anforderungen an Immobilien und Mobiliar. Selbst bei den Zisterziensern, die so asketisch angefangen haben, war das später so in der dritten Generation. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hat Otto Meinardus, ein deutscher evangelischer Theologe, in der damals noch unberührten nitrischen Wüste eine atemberaubende Wüstenväterszene entdeckt. In den 50er Jahren, koptische Laien aus Kairo, Anwälte, Ärzte, Architekten, hatten sich hierher zurückgezogen, am gleichen Ort in den gleichen Höhlen, wie einst die Wüstenväter. Mit der gleichen strengen Askese lebten sie mitten im 20. Jahrhundert noch einmal das religiöse Abenteuer der Wüstenväter. Aus dieser asketischen Bewegung um Mata el-Meskin heraus, draußen im Wadi Natun, ist das moderne Revival der koptischen Kirche hervorgegangen. Sie lebt noch jetzt davon. Ein halbes Jahrhundert nach Meinardus habe ich diese neue Wüstenväterszene noch einmal besuchen wollen. Auf einer ganztägigen Wanderung nahe dem Kloster Deir el-Suryani, wo die Wüste noch nicht zerstört ist, bin ich tatsächlich auf insgesamt 16 moderne, das ist eine von diesen modernen Einsiedeleien. Doch was ich sah, unterschied sich um Welten von jener ursprünglichen asketischen Szene, die Otto Meinardus in den 50er Jahren gesehen hat, ist noch nicht so lange her.
Die meisten dieser modernen Einsiedeleien sind inzwischen regelrechte kleine Wüstenvillen. Schauen Sie diese hier an. Es fehlt nicht einmal, was die fehlt hier, die Solaranlage auf dem Dach. Gewöhnlich ist sie da. Und alles, als wär's das Interconti, gestrichen in schmeichelhaft gediegenen Pastellfarben. Von den 16 Einsiedlern waren nur 2 daheim. Von diesen 2 kam einer gerade von der Versorgungsfahrt nach Kairo, aus Kairo nach Hause, im flotten Geländewagen. Der andere wollte mich nur kurz empfangen. Ich bin gerade am Renovieren, sagte er. Was mich erstaunte, waren die beiden Knaben, die er in seiner Einsiedelei bei sich hatte. Die beiden, erklärte er mir, helfen mir beim Renovieren. Genauso klagt schon gegen Ende des 4. Jahrhunderts aber Isaak, dass viele Brüder nicht mehr wie Antonius mit einer engen Hütte oder Höhle zufrieden seien, sondern mitten in der Wüste regelrechte 5-Zimmer-Villen bauen ließen. Nur 5 Zimmer? Sogar auf 7-Zimmer-Einsiedeleien stießen schweizerische Archäologen bei Grabungen in den 80er Jahren. In der ersten Generation hatten alle in Monozellen gelebt. Monocellule, sagen die französischen Historiker. In der zweiten Generation hatten prominentere Einsiedler eine 2-Zimmer-Einsiedelei mit 1 Zimmer zum Schlafen und Beten und 2. Zimmer für den Empfang von Verehrern und Verehrerinnen. In der 3. Generation schritt die Entwicklung rasch fort von der 3-Zimmer-Einsiedelei zur 7-Zimmer-Einsiedelei. Dies in einer Zeit, in der die normale ägyptische Großfamilie 3 Generationen, beide Geschlechter und alles Vieh, in einem einzigen Raum lebte. Die Luxus-Einsiedelei 3. Generation umfasste einen Gebetsraum, eine Wohnstube, ein Schlafzimmer für den Einsiedler, für seinen Schüler auch ein Schlafzimmer, das heißt wohl für den Diener, ein Arbeitsraum, mehrere Vorräte, Vorratsräume, eine Küche sowie eine Toilette. Das Klo allerdings quer über den Hof, möglichst weit vom Gebetsraum entfernt. Heiligkeit oblige. Die anspruchsvolle Ausführung der sanitären Anlagen, der luxuriöse Verputz mit Spuren von Wandmalereien in der Küche, die technisch ungewöhnlichen, fortgeschrittenen Herde und Backöfen, lassen einem belgischen Forschungsbericht von 1984 zufolge darauf schließen, dass manche Einsiedler der 3. Generation gar nicht mehr selber ihre Einsiedeleien gebaut, sondern sich aus Alexandrien Teams, ich zitiere Teams, von hochqualifizierten Facharbeitern in die Wüste kommen ließen. Und mitten in der 7-Zimmer-Einsiedelei etwas auffällig Neues. Der eigentliche Kultraum für den Dämon der Dekadenz. Einsiedlers kostbare spirituelle Bibliothek. Frisch aus Alexandrien geliefert, die neueste esoterische Literatur, Bücher von Origenes, Bücher über Origenes, Bücher gegen Origenes, Bücher für Origenes, alles über Origenes. An allen Wänden der 7-Zimmer-Einsiedelei nichts als Origenes, zu viel Origenes. In Jerusalem hatte der originistische Streit angefangen, rasch auf Alexandrien übergegriffen und wenig später war Ägyptens Wüste ein einziges dogmatisches Tollhaus. Einmal heißt es in den Apophthegmata Patrum, habe Antonius seine Jünger prüfen wollen. Er legte ihnen ein Bibelwort vor und fragte beim Jüngsten anfangend, solche Gesprächsrunden fingen immer beim Jüngsten an, bei den Wüstenvätern. Und fragte beim Jüngsten anfangend jeden nach seiner Interpretation. Als Ältester und somit als Letzter kam Abba Josef dran. Hilflos schwieg er. Endlich sagte er, ich weiß es nicht. Und Antonius, Josef hat den Weg gefunden. Denn er sagt, ich weiß es nicht. Recht haben ist keine religiöse Kategorie.
Jetzt aber war die dritte Generation in die Wüste gekommen. Sie wissen das, die dritte Generation, die mit der Gnade der späten Geburt, die hat Recht. So blutig schlugen sich die verfeindeten Wüstenväter die dogmatischen Köpfe ein, dass Theophilos, der Patriarch von Alexandrien, keine andere Lösung mehr sah, als römische Truppen anzufordern. Die Legionen marschierten in die Wüste und setzten dem dogmatischen Streit Manu Militari ein Ende. Die Ruhe war wiederhergestellt. Doch das, was der britische Historiker Dervas Chitty die Glory der Wüstenväter genannt hat, die göttliche Faszination der Wüste als Paradies des Friedens, sie war dahin. Einmal auf der Autofahrt zum Antoniuskloster bin ich in einen schweren Sandsturm geraten. So schlecht war die Sicht wie bei uns in einem Schneesturm. Plötzlich tauchte die gewaltige Mauer des Klosters aus dem Orkan vor mir auf. Ein Schritt durchs Tor und drinnen ein Friede wie im Paradies. Nichts als das Rauschen der Palmwipfel, die die hohen Mauern des Klosters nur um wenig überragen. Dazu das Wispern der Olivenbäume und die weißgetünkten, aneinandergereihten kleinen Häuser der Mönche. Ein Bild des göttlichen Friedens. Ein Paradies im eigentlichen Sinn des persischen Wortes für den geschlossenen Garten. Paradeisos. Dieses Wort ist aus dem Persischen ins Griechische gekommen und dann zu uns als Paradies. In der Einöde ein neues Paradies geschaffen zu haben, einen Ort des himmlischen Friedens, das war die Glory, die biblische Vision, mit der die Wüstenväter die christliche Welt fasziniert hatten. Daher auch die Legenden, in denen ihnen selbst Löwen und Schakale so friedlich zu Füßen liegen, wie unseren Ureltern vor dem Sündenfall. Jetzt aber drangen nach all den üblen Berichten über Luxus und Faulenzerei, Touristennepp und Dogmenstreit, noch neue, noch schlimmere Gerüchte aus den Einsiedlerkolonien nach Alexandrien. Dämon der dritten Generation, dich beim lateinischen Namen zu nennen, hat kein Römer sich getraut. Du bist das griechische Laster. Chitty ist nicht der einzige Historiker, der feststellt, ein Jahrhundert lang, etwa bis zum Jahr 390, sei Homosexualität in den Quellenberichten aus der Wüste refreshingly absent, in erfrischender Weise abwesend. Schon Makarius der Große hatte im Jahre 390 auf seinem Totenbett Dekadenz und Untergang mit einem Satz prophezeit, der kryptisch beginnt, aber sehr klar endet. Wenn ihr seht, dass nahe am See eine Einsiedelei gebaut wird, wir verstehen nicht, was das heißt, dann wisset, dass die Verwüstung naht. Wenn ihr aber Knaben seht, dann nehmt eure Mäntel und flieht. Ich bin in diesem Augenblick eigentlich glücklich, dass ich hier allein an meinem Fenster stehe und nicht der ganzen Karl-Rahner Akademie ausgesetzt bin. Wahrscheinlich würde jetzt ein Shitstorm ausbrechen. Warum, Herr Zander, bringen Sie Homosexualität und Pädophilie durcheinander? Bringe nicht ich durcheinander. Das ist in den antiken Quellen so. Die unterscheiden das nicht. Noch in meiner Jugend sagte man auf Französisch für einen Homosexuellen un PD. Diese Dinge wurden nicht unterschieden in der Antike, schon gar nicht. Ich kann da jetzt nicht Unterscheidungen hineintragen, die in den Quellen nicht drin sind. In der dritten Generation kamen die Knaben. Ob sie mit dem Touristenbetrieb gekommen sind oder mit den Buchhändlern, wohl eher mit den Weinhändlern, wo Wein und Knaben sind, warnen die Apophthegmata, da braucht der Satan selber nicht mehr zu kommen. Und mittendrin in all der gottverdammten Dekadenz die römischen Jungfrauen auf ihrer ägyptischen Bildungstour. Und wo sie hoch zu Kamel hingeführt wurden, sahen sie nichts als wahre Askese, nichts als bioökologische Ursprünglichkeit. Mit Feuer und Schwert hat Gott
die Sünden von Sodom und Gomorra gerecht. Das war das Alte Testament. Das ist eine englische, wahrscheinlich eine puritanische Darstellung des Untergangs von Sodom und Gomorra. Im Neuen Testament kommt das Ende anders, aber genauso schrecklich. Als wären sie die Reiter der Apokalypse, so mörderisch fielen im Winter 408 die Maziken, ein Berberstamm aus Libyen, über die Kolonien der Einsiedler in der ägyptischen Wüste her. Schreiend plünderten sie die allzu üppigen Einsiedlervillen. Die Maziken sind das. Es sind nicht die Maziken, das sind die, das ist Dürers Bild von den apokalyptischen Reitern. Aber die Maziken müssen genauso schrecklich gewesen sein. Schreiend plünderten sie die allzu üppigen Einsiedlervillen. Wer fliehen konnte, floh nach Alexandrien oder hinab ins Niltal. Die meisten wurden von den Barbaren totgeschlagen. So wäre denn jetzt alles aus. Die Geschichte der Wüstenväter wäre zu Ende. Die gesamte Geschichte des christlichen Mönchtums fände niemals statt. Folgte nur die Religion der Logik dieser Welt. Doch sie folgt der entgegengesetzten Logik. Die Logik der Religion ist das Paradox. Zum Beispiel, wenn die heilige Theresia sagt, willst du alles werden, so versuche nichts zu sein. Oder in der Realität, aus ihren Niederlagen geht die Religion wie Phönix aus der Asche neu hervor. Sie ersteht auf. Wer wissen will, wie es weiterging, nach dem schändlichen Untergang der frühen Einsiedlerkolonien, der suche das Bild des Antonius nicht in den wirren Fantasien spätmittelalterlicher Maler, sondern viel ursprünglicher in koptischen Ikonen oder in jenen kleinen Heiligenbildchen, die ostchristliche Kinder jetzt noch bekommen, so wie wir als kleine katholische Kinder noch Heiligenbildchen, sagen wir, von den Franziskanern bekamen, denen wir auf der Straße begegnete. Hier sehen Sie auf jedem dieser Heiligenbildchen Antonius und Pachomius nebeneinander, den Gründer und den großen Reformator. Pachomius, der Große. Wer ihn kennenlernen wollte, musste von Alexandrien kommend sehr weit reisen. Im südlichsten Ägypten, im großen Nilbogen, bei Theben erwartete ihn nach Art eines römischen Kastroms ein mächtig ummauertes Lager. Darin 1300 junge Wüstenväter, alle in der gleichen Kutte uniformiert, nur hinten am Zipfel der Kapuze, jeder mit dem Buchstaben des griechischen Alphabets, Alpha bis Omega, 24 Wüstenväterbrigaden. So marschieren sie in Viererkolonne über den Hof oder durch das einzige Tor der Kaserne hinaus zur Arbeit. Gesenkten Blicks, schweigend. Nichts ist zu hören als von Zeit zu Zeit das schmetternde Signal der Tuba, der römischen Militärtrompete, gefolgt von einem knappen, klaren Kommando. Abteilung Gamma, antreten zum Wäschefassen. Abteilung Roh, antreten zum Binsenmähen. Abteilung Psi, antreten zum Gebet. Und überall in einer von Gott selbst berufen, der Chef himself, Autos, sagte man damals, Autos Ipse, Pachomius, der Große. Etwa 4 Jahrzehnte nach Antonius in Oberägypten geboren, schien Pachomius von früher Jugend auf zu einer glänzenden militärischen Karriere bestimmt. Sein ganzes späteres Leben zeugt von einer solchen Virtuosität des Kommandierens und Exerzierens, dass man gar nicht glauben mag, dass er es im römischen Heer nur bis zum Korporal, nur bis zum Unteroffizier gebracht hat. Doch dann ist etwas Schlimmes passiert. Zweimal, einmal in Antinoe, einmal in Theben, geriet der vielversprechende Korporal in den Knast. Er wurde von der Militärpolizei geholt und eingelocht.
schlechte Kameraden, heißt es in der sogenannten bohairischen Pachomius Vita, hätten ihn an schlimme Orte weltlichen Vergnügens gelockt. Im Knast lernt Pachomius die Christen kennen. Was das für Leute seien, fragte der eingelochte Soldat, die wildfremden Menschen wie ihm Essen ins Gefängnis brächten. Eine neue Religion sei das, erfuhr er. Und zwar gänzlich neu für die damalige Zeit, wirklich gänzlich neu, eine Religion mit Nächstenliebe. Da ließ Pachomius sich taufen. Was tun nach der Entlassung aus dem Knast? Man wollte ihn beim Heer nicht wieder haben. Der koptischen Chronik zufolge hat sich Pachomius zuerst an einen von der Hitze ganz versenkten Ort verkrochen, nämlich in die Backsteinbäckerei von Pnampeter Posen. Da also kauerte der neugebackene Christ Pachomius, Bug Backsteine in der glühenden Sonne und stellte sich die Frage, die sich vermutlich jeder junge Backsteinbäcker in der glühenden Sonne stellen würde. Soll ich so etwas mein Leben lang tun? Lieber Wüstenvater werden. Zu den ersten, welche die neue Lebensweise des Antonius nach Oberägypten getragen hatten, gehörte Abba Palamon. Berühmt ist der Satz bis heute, wird eigentlich jedem Novizen in einem katholischen Kloster als erstes gesagt. Mein Sohn, der Satz, mit dem der junge Backsteinbäcker in seiner Ansiedelei von ihm empfangen wurde. Mein Sohn, es ist kein leichtes Ding, was du hier suchst. Dieser Sache wegen ist mancher schon gekommen und hat nicht ausgehalten. Auch Pachomius wird nicht aushalten. Aber nicht, weil ihm die Askese in der Einsiedelei von Abba Palamon zu schwer fiel. Im Gegenteil, er fand sie viel zu wenig schwer. Als ehemaliger Soldat, fasst der Historiker Georg Krützmacher zusammen, habe Pachomius die Askese der Einsiedler als etwas Minderwertiges erlebt. Askesis ist ja nicht nur ein Begriff des antiken Sports, sondern auch des antiken Militärs. Askesis heißt nicht nur Training, sondern auch Exerzieren. Das ist der Augenblick göttlicher Erleuchtung. Zuerst Soldat, dann Backsteinbäcker, dann Wüstenvater. Arg verworren, dünkte Pachomius, dünkt auch uns bisher sein eigener Lebensweg. Wie aber, wenn die göttliche Vorsehung ihn absichtsvoll die verschlungenen Wege geführt hätte, wie wenn Gott selber gerade ihn als gelernten Unteroffizier und Backsteinbäcker berufen hätte, Ordnung zu bringen in den heruntergekommenen Chaotenhaufen der Wüstenväter. In den Backsteinmauern der Wüstenväterkaserne von Tabenesi erklingt feierlich zum ersten Mal die Tuba Gottes. Antreten zum Gebet. Ein feierlicher Augenblick in der Tat. Dies ist historisch folgenreich das erste Kloster der katholischen Kirche. Etwas voller als unsere Klöster heute sind. In den Pachomius-Legenden wird dieser Augenblick noch ungleich feierlicher dargestellt. Ein Engel des Herrn, schreibt Sozomenos, sei strahlend vom Himmel gestiegen, um Pachomius auf goldener Tafel das Gesetzbuch für seine Wüstenväterkaserne zu übergeben. Ein Gesetzbuch, Vergleich mit Moses. Mit einem neuen, unter Wüstenvätern nie gehörten Wort wird dieses Gesetzbuch bezeichnet. Es ist das Wort, dem die Zukunft des westlichen Mönchtums gehört. Auf der Tafel aus reinem Gold, ewig heilig, steht Regel. Und zu der goldenen Regel hinzu, aus dem Mund des Engels die göttliche Verheißung an Pachomius. Gar viele werden zu dir kommen. Zu Tausenden lockt die Tuba des heiligen Pachomius Eremiten, die das unkontrollierte Gammeln, die Langeweile draußen in der Wüste leid sind, hinab in den Exerziergrund militärisch organisierter Askese. Die Jungen vor allem.
Mit 1300 kasernisierungswilligen Jünglingen war das Kloster von Tabenisi alsbald so hoffnungslos überfüllt, dass sich die Mönche, heißt es wörtlich, in der bauheirischen Vita vor Platznot nicht mehr regen konnten. Das ist jetzt nicht mehr so in unseren Klöstern. Dem Nil entlang baut Pachomius insgesamt 9 Klöster, die alle zusammen nach modernen Berechnungen, also insgesamt 12 bis 14.000 Mann beherbergten. Jedes Kloster also zum Schnitt über, im Schnitt über 1.000. Und in all dem Gedränge kein einziger Faulenzer mehr. Dafür sorgen eine ganze Reihe von Bestimmungen in der Engelsregel. Engelsregel Nummer 5. Auch im Gottesdienst sollst du nicht faul dasitzen, sondern mit flinker Hand Seile für das Mattengeflecht drehen. Und dazwischen den Rest des Tages. In Furcht und Zittern, heißt es in der bahairischen Vita, ging ein jeder seiner Arbeit nach, die ihm sein Hausmeister zugewiesen hatte. Wie aber, wenn ein natürliches Bedürfnis noch den Frömmsten beim Arbeiten oder beim Beten stört, kein Gedanke daran, wie einst in den antonianischen Einsiedeleien einfach so zu verschwinden hinter der nächsten Palme. Engelsregel Nummer 11. Wenn einer es propter necessitatem nature nicht mehr aushält, muss er den natürlichen Drang seinem Chef melden. Und nur wenn der Chef nach erfolgter Anhörung ausdrücklich die Erlaubnis dazu erteilt, darf der Gottesmann in Gottes Namen exire pro nature necessitate. Als Antonius den Großen kurz vor seinem Tod ein letztes Mal traf, berichtet Athanasius, habe ihn eines doch gestört. Die Füße des heiligen Antonius, schreibt er wörtlich, habe man angesehen, dass er seine Füße sein Lebenslang nicht gewaschen hatte. Beim heiligen Pachomius dagegen herrschte absolute Reinlichkeit. Der Sonntag war für alle der große Waschtag. Regel Nummer 68 über den sonntäglichen Waschmarsch hinab zum Nil. Wörtlich, zum Waschen breche keiner auf, bevor nicht alle das Signal gehört haben. Seine Wäsche wasche er schweigend und mit Disziplin. Et cum disciplina. Vollständig erhalten ist die Regel des heiligen Pachomius nur in der lateinischen Übersetzung des heiligen Hieronymus. Auch wer nicht Latein kann, sollte sie wenigstens überfliegen. Unablässig stechen die gleichen zwei Wörter ins Auge. Ordo, Ordnung oder auch Orden heute, und Disziplina. Dass es Probleme gibt, die mit militärischer Disziplin nicht zu lösen sind, wollte der heilige Pachomius nicht wahrhaben. Hatte das griechische Laster die antonianischen Einsiedlerkolonien erst im Niedergang heimgesucht, so steckte es in den pachomianischen Klöstern von Anfang an drin mit Zuständen, schreibt der belgische Historiker René Draguet, die er am liebsten nur auf Lateinisch oder Griechisch schildern würde. Hier also auf Lateinisch eine Engelsregel. Super nudum dorsum asini duo pariter non sedebunt. Um das nun doch zu übersetzen, auf dem nackten Rücken eines Esels dürfen zwei nicht hintereinander sitzen. Sie können sich jetzt überlegen, worin dann da die Versuchung bestand. Engelsregel Nummer 2. Der Neuling soll mit aller Zucht und Bescheidenheit dasitzen. Das Fell, das seitlich über die Schulter hängt, soll er unter die Arschbacken klemmen. Ex inferiore parte subdens natibus. Der heilige Hieronymus kennt dieses Wort. Sie alle haben dieses gute lateinische Wort natis, die Arschbacken, in der Schule nicht gelernt. Den ärmellosen Rock aus Leinen soll er straff herabziehen, sodass er die Knie bedeckt. Geht zu wie in einem viktorianischen Mädchenpensionat.
Sittenpolizeilich besonders verdächtig war die Badestube. Daher die Regeln, die verhindern sollen, dass die Badestube zum Spaßbad wird. Regel Nummer 92. Den gesamten Leib ölen oder baden darf man nur aus Krankheitsgründen. Desgleichen darf man nur dann mit völlig nacktem Körper duschen, wenn offenkundig eine Krankheit vorliegt. Logisch die nächste Regel. Keiner darf einen anderen baden oder salben, wenn er dazu keinen Befehl erhalten hat. Besonders verdächtig kam dem heiligen Pachomius jeder Grieche vor. Schließlich sonderte er in allen Klöstern die Griechen in gesonderte Quarantänebereiche ab. Aber gab es nicht eine schlimmere Gefahr als die Griechen? Pachomius war stolz darauf, viele ganz junge Knaben durch die frühe Aufnahme ins Kloster vor der Welt bewahrt zu haben. Lauter Unschuldsknaben. Einmal, als er das Kloster Genesit inspizierte, stieg ihm, so wird berichtet, ein abscheulicher Geruch in die Nase. Persönlich verhörte er den Knaben, von dem der höllische Gestank ausging. Der gestand, dass ihm kein Geringerer nahegetreten sei als Apollonius, der Abt des Klosters höchst selbst. Apollonius, seinerseits von Pachomius verhört, versuchte sich herauszureden. Er habe den Knaben nicht vergewaltigt, sondern wörtlich nur damit begonnen. Das half ihm bei Pachomius nichts. Vor versammelter Mannschaft verprügelte er den gefallenen Abt. Anschließend jagte er ihn mit Schimpf und Schande in die Wüste. Für dich ist eine Einsiedelei das Richtige. Anschließend, wie zuvor die Griechen, kamen anschließend auch die Knaben unter 12 bei Pachomius in Quarantäne. Eines wollen wir dem heiligen Pachomius, eines wollen wir ihm hier unter uns in der Karlraner Akademie zugute halten. Für die Frauen hat er historisch mehr bewirkt als zuvor der heilige Antonius. Frauen haben wohl die antonianischen Streusiedlungen besucht, doch dort gelebt hat keine einzige. Als seine eigene Schwester, ich habe es Ihnen schon geschildert, zu ihm wollte, hat Antonius ihr dringend abgeraten. Warum? Würden Sie, meine Damen, in lauen Sommernächten gerne heute im Kölner Stadtwald als Einsiedlerin nächtens im Gebüsch kampieren? Oder damals als Einsiedlerin mit lauter Einsiedlern ringsum in der Wüstennacht Ägypten, und wenn dann so um Mitternacht so ein Wüstenvater zu ihnen herüberkommt und natürlich nur sagt, er wolle mit ihnen über Jesus diskutieren? Wie kämen Sie sich da vor? Es irrt der griechische Reiseschriftsteller Palladius, wenn er von einer Amma, einer Wüstenmutter erzählt, deren Namen er nicht nennen wolle, denn sie sei die schönste Jungfrau von Alexandrien gewesen. Etwas schwer verständlich. Amma, Wüstenmutter und schönste Jungfrau von Alexandrien. Palladius selber berichtet, wie Kaiser Konstantius im Jahr 355 den heiligen Athanasius verhaften lassen wollte, wie Athanasius aber die Polizei narrte, indem er sich bei jener schönsten Jungfrau von Alexandrien im Kleiderschrank versteckte. War er doch als ganz strenger Asket bekannt, sodass die Polizei gar nicht auf den Gedanken kam, ihn bei der schönsten aller Jungfrauen im Kleiderschrank zu suchen. 6 Jahre lang, erzählte sie Palladius, habe sie alles für den Heiligen in ihrem Kleiderschrank getan, habe sein Häfelchen nachts entsorgt und unter ihrem Namen für ihn Bücher in der, wie Sie wissen, weltberühmten Bibliothek von Alexandrien ausgeliehen. Und das soll eine Wüstenmutter gewesen sein. Immerhin hat sie wohl, wenn auch namenlos, existiert. Nicht existiert hat dagegen jene Wüstenmutter, auf die Goethe am Ende von Faust II regelrecht hereingefallen ist. Bei der 40-jährigen Buße, der ich treu in Wüsten blieb, Maria von Ägypten.
In seiner kranken Fantasie ist Goethe hereingefallen auf die noch kränkere Fantasie eines libanesischen Mönchs namens Zosimos, der in einer Midlife-Crisis eine Frau zusammenfantasierte, die zuerst die schamloseste Hure von Alexandrien war. Über 300 christliche Jünglinge hat sie verdorben. Dann aber 40 Jahre lang die strengste Büßerin in der jordanischen Wüste. Hure und Heilige, das Urmuster männlicher Fantasie. Einmal habe ich Lucien Regnault, den besten französischen Historiker der Wüstenväterzeit, gefragt, warum die Frau in den Apophthegmata Patrum ständig als unwiderstehliche Versuchung dargestellt wird. Er runzelte die Stirn. Sie wurde als unwiderstehliche Versuchung dargestellt, weil sie eine unwiderstehliche Versuchung war, anders als die moderne Frau. Frei und allein in der wilden Einsamkeit zu leben, macht die Frau schutzlos. Es ist heute schwer möglich, wo die Frau keine Versuchung mehr ist. Damals war es unmöglich. Jetzt aber kommt der heilige Pachomius. Er ersetzt das Prinzip Wüste durch das Prinzip Mauer. Und es entstehen noch zu seiner Lebenszeit unten im Niltal die ersten Frauenklöster. Dann kommt der heilige Hieronymus und übersetzt die Regel des Pachomius ins Lateinische. Er übersetzt sie für die Tochter der heiligen Paula, die heilige Eustochium. Das Ium ist ein spätlateinischer Diminutiv, die einer christlichen Frauengemeinschaft vorsteht. Um die Seele der heiligen Frau zu erquicken, schreibt er selber. Und um ihr eine praktische Wegweisung zu geben, wie Frauen in Gemeinschaft asketisch leben können. Mit den pachomianischen Frauenklöstern beginnt jene Geschichte der Frauenklöster, die im Mittelalter und im Barock wahre Hochburgen weiblicher Selbstbestimmung werden. Zwei Namen mögen genügen, Hildegard von Bingen und Theresia von Avila. Mauer statt Wüste. So banal die Inspiration des heiligen Pachomius war, so hat sie doch verglichen mit der Stiftung des heiligen Antonius einen epochalen Vorteil. Wüste ist unverwechselbar, sie ist nicht exportierbar. Sie ist geografisch festgelegt. Mauer ist exportierbar. Selbst auf Grönland haben Archäologen die Mauern zweier Klöster gefunden. Rund um die Welt und durch alle Jahrhunderte wird das Modell des Pachomius sich immer neu verwirklichen. Mauer statt Wüste. Das Modell des Antonius, die Wüste nicht. Von Anfang an war es nicht exportierbar. Antonius ist kein Vorbild für jeden, für alle und für überall. Und doch wird es immer wieder Katholiken geben, die Antonius nachfolgen und den der heilige Pachomius wie mir in tiefster Seele zuwider ist. Was für eine fürchterliche Figur. Dort, wo Antonius seine letzte Einsiedelei hatte, schon nahe am Roten Meer, hinter dem heutigen koptischen Antoniuskloster, liegt ein immenser Parkplatz. Der größte Parkplatz von Ägypten, sagen viele. Für die vielen Autobusse mit koptischen Familien aus Kairo und aus Oberägypten. Dazwischen die Leihwagen beflissener, bildungsbeflissener Touristinnen und Touristen von allen Badestränden am Mittelmeer. Am Roten Meer, auf dem frisch betonierten Pilgerweg, wimmelt bis in die späte Nacht eine unabsehbare Prozession bergwärts zur Höhle des heiligen Antonius. Oben ein aberwitziges Gewimmel, hinein in die Antoniushöhle, wollen alle und alle wollen wieder hinaus. Der Eingang zur Höhle, aber ich bin dort drin gewesen, ist so schmal, dass immer nur einer durchkommt. Das ist also eine angstmachende Situation, wenn sie raus wollen aus der Höhle des heiligen Antonius und will einer gleichzeitig rein. Drinnen stinkt es zum Erbrechen vom ungelüfteten Schweiß unzähliger Füße. Die Kopten lassen ihre Schuhe stehen, wenn sie einen heiligen Ort betreten, genauso wie die Muslime.
Draußen lassen die Pilgerhorden zur Feier der gelungenen Wallfahrt Knallfrösche in die Felsen steigen. Sie sehen hier eine Gruppe von koptischen Teenagern, die vor der Höhle des heiligen Antonius in ihre Smartphones schauen, um zu sehen, wie ihre Frösche hochgegangen sind. Das ist der Ort, wo Antonius nichts anderes wollte, als Secum esse, zu sich selber kommen. Hier in seiner letzten Einsiedelei ist Antonius einmal von einem Gelehrten aus Alexandrien besucht worden. Nach einer Weile wurde der Besucher ironisch. Vielleicht, weil Antonius nicht Griechisch konnte und das ganze Gespräch aus dem Koptischen ins Griechische hin und her übersetzt werden musste. Ob er sich hier nicht langweile, fragte der alexandrinische Gelehrte. Einsamkeit sei gewiss etwas, sei das Richtige für einen, der Bücher lesen wolle und dafür Ruhe brauche. Aber für einen Analphabeten, wie ihn für Antonius, der nicht einmal die Bibel lesen könne, sei die Bibel, was wolle der in der Wüste? Die Antwort des Analphabeten Antonius erinnert mich an den größten Theologen des Mittelalters und wohl überhaupt der katholischen Kirche. In seiner berühmten Dreifaltigkeitspredigt vor Pariser Studenten sagte Thomas von Aquin, dass wir Christen zwei Möglichkeiten haben, Gott kennenzulernen. Das eine sei der Blick in die Bibel, das andere sei der Blick in die von Gott erschaffene Welt. Und wie der große italienische Gelehrte Thomas von Aquin, so der ägyptische Analphabet Antonius. Übrigens, die lasen nicht die Bibel, die Analphabeten in Ägypten, die lernten Kernsätze auswendig und konnten deshalb trotzdem sehr gut aus der Bibel zitieren. Er brauche, sagte er, die Bibel nicht zu lesen, ihm genüge der Blick in die von Gott erschaffene Welt. Um Antonius nahe zu kommen, habe ich den Rummel um seine Höhle verlassen und bin dem Rat ägyptischer Freunde folgend, etwa 2 Kilometer weiter östlich, einem anderen Aufstieg hochgegangen. Nicht zur eigentlichen Antoniushöhle, nur hoch oben in den Felsen zu einem Lagerplatz für Schafhirten. Denn seht ihr hier, ich war wesentlich jünger, als ich dort hinaufstieg und diese Aufnahme machte. Ein vor 50 Jahren vielleicht aufgenommen, ein Lagerplatz für Schafhirten über dem Antoniuskloster. Von Zeit zu Zeit das Rauschen des Windes, sonst völlige Stille. So kristallklar ist hier oben die Luft der Wüste, dass jeder Lungenzug zum großen Genuss wird, zu einem Rausch königlicher Freiheit, wie ihn Saint-Exupéry erlebt hat, auf seinen Flügen allein über der Wüste. Unvergesslich die Aussicht. Mich hat sie auf der Stelle erinnert an jene Fernsehbilder, die Sonden aus dem Weltall zurückgesendet haben. Bilder vom Mond, vom Mars, inzwischen auch von den entferntesten Sonnensystemen. Alles kosmische Wüstenlandschaften. Nichts anderes ist der Planet Erde als eine winzig grüne Oase, ein Sonderfall in der grenzenlosen Wüste des Alls. Ich zeige Ihnen jetzt einige Bilder, die ich vor einem halben Jahrhundert gemacht habe und kürzlich erst habe digitalisieren lassen, daher die schlechte Qualität. Aber nicht aus der Wüste Ägyptens, sondern aus einer Wüste, die mich persönlich religiös viel stärker angesprochen hat, nämlich aus dem innersten, vom Assekrim, aus der innersten Sahara. Diese mikroskopische Oase, unsere grüne Welt, die wir auf jeden Fall bewahren wollen, ist etwas anderes als jenes grenzüberschreitende Erlebnis, das jenseits der winzig grünen Welt, die uns birgt, beginnt. Eine maßlos andere Welt, jetzt schon fotografierbar bis in die äußersten Sonnensysteme. Man mag sie die Transzendenz nennen, die Alten hatten ein besseres Wort. Sie sprachen vom Himmel. Mehr als an den Himmel glauben moderne Mönche an ihren Computer. So haben es Mönche der französischen Abtei Solesmes unternommen, sämtliche Apophthegmata Patrum elektronisch auszuwerten.
zum Beispiel über das Backen von Fladenbrot, über altägyptische Penisentzündungen oder über den diätetischen Wert von Kopfsalat, alles jetzt beliebig abrufbar. Eines aber fehlt. Nach so vielen mühseliger Computerarbeit fehlt den Computermönchen von Solem noch immer die Information über Gott. Wörtliches Fazit: Von Gott ist da nicht viel die Rede, auch nicht von Christus und nicht von der Jungfrau Maria. Antonius ist als ein Mensch überliefert, der zu den Pilgermengen jedenfalls viel und gern geredet hat. Doch von Gott, auch aus seinem Mund, kaum ein Wort. Ähnlich Makarius der Alte, der bedeutendste aber in der Nitrischen Wüste. Zwei Griechen, die unbedingt seine Jünger werden wollten, wandten sich nach 3 Jahren enttäuscht ab. In 3 Jahren beklagten sie sich, hätten sie kein Wort über Gott gehört. Gott schweigt, die Wüste schweigt, deshalb ist sie die religiöse Landschaft schlechthin. Nichts aber schwindet derweil so, wie jene Wüsten, in denen Antonius und die Wüstenväter gelebt haben. Die Wüsten hinter Alexandrien sind in den letzten Jahren alle überwuchert worden von Industrieanlagen und den Slum-Siedlungen, die zu so einer Industrieanlage gehören. Und wer auf der Suche nach Einsamkeit ein ägyptisches Wadi hinaufwandert, tut gut daran, rechtzeitig einem Bulldozer auszuweichen. Einmal bin ich in den wilden algerischen Süden geraten. Das ist die Gegend von Tamaracet heute, ein Zentrum der Öl- und Gasförderung, ein Ort voll von gigantischen Maschinen und industriellen Abenteurern. Und mittendrin in all der Petroleumwelt ein kleiner, flacher Lehmbau. Über der Tür, winzig von Hand geschrieben, der Name des französischen Abenteurers, der hier zu Beginn des 20. Jahrhunderts versucht hat, noch einmal so zu leben wie Antonius von Ägypten. Die Inschrift lautet Charles de Jésus, Père de Foucault. Mitten in all den Hässlichkeiten der Ölindustrie übermannte mich das Gefühl, das hier, das ist es, was wir alle einmal gewollt haben. Was bleibt, ist ein Traum. Doch er ist der schönste aller religiösen Träume von einer ganz anderen Katholizität. Von Religion nicht als Fügsamkeit, nicht als Rechthaberei, nicht als Betreuung, schon gar nicht als Selbstverwirklichung, sondern als elementarer Männlichkeit, als männlichem Aufbruch in den Himmel, ins Grenzenlose, ins göttliche Abenteuer. Von den antiken Zeitgenossen hat keiner dieses Abenteuer so begeistert besungen wie Ephrem der Syrer. Weit in der östlichen Wüste in Mesopotamien, im heutigen Irak, hat er selber im 4. Jahrhundert als Eremit gelebt. So wie Odysseus seinen Sänger in Homer, so haben die Wüstenväter ihren Sänger in Ephrem dem Syrer gefunden. Kommt und schaut sie an, sie leben in Gräbern wie Tote. Schaut ihre nackten Leiber, bedeckt nur mit eigenem Haar. Höhlen sind ihre Wohnung, als wären es schöne Gemächer. Berge sind ihre Mauern, Felsen sind ihre Burg. Ihr Tisch steht immer bereit mit Wurzeln der Erde. Ihre Tafel ist immer mit Kräutern der Wildnis gedeckt. So ziehen sie wie wilde Tiere von Wüste zu Wüste, wie Hirsche schweifend von Weide zu Weide, wie Vögel, so ziehen sie über die Berge hinweg.